Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yakuza Zero. Ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht und ich habe mal in Lösungen geschaut, wo wir die letzten Damen finden. Und ich habe schon das nötige Zeug gekauft. Wir brauchen einmal Schuhe und einmal noch Parfüm. Und die eine, die war jetzt echt arg versteckt. So, hier. Das kennt, ja, die Gespräche kennen wir ja schon. Ja, sie ist hübsch, bla bla. Mini, pretty, ja. Sie bekommt nämlich Schuhe, soweit ich weiß, ne? Was? Code of Scarf? Oh, dann gibt es sogar noch drei Damen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, einmal weiß ich Schuhe und einmal weiß ich Parfüm. Zumindest laut Lösung. Okay. Ist mir egal, kriegt beides. Ich habe ich echt eine vergessen. Aber Italian Scarf. Alles entspannt. So. Dann gehen wir rüber und geben mir das. Ich hoffe jetzt nicht, dass die letzte noch irgendwas anderes will. Dann gehen wir mal hier hin. So. So, ja, ja. Du bekommst dein Scarf. Okay, Hiroko. Alrighty, mighty. So, hier war einer. Ich guck gleich, wie gesagt, auf die Lösung. Nochmal. Weil vielleicht fehlt uns ja jetzt gerade eine. Die letzte, also die ich gedacht habe, dass die letzte ist. Die war tatsächlich hier im Gang. Also da, wo ich sie fast schon vermutet hätte. Nur nicht gesehen habe. Irgendwo hier soll sie sein. Oder? Bin ich doof. Oder die... Oder... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lass mich in Ruhe. Danke, ciao. Und wir haben noch einen Laden, den wir noch nicht... gefunden haben. Da weiß ich auch ungefähr, wo er sein soll. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Und, Moment, ich guck mal gerade auf die Karte. Sie sollte eigentlich da oben sein. Oder habe ich mich verguckt? Nee, die sollte tatsächlich hier sein. Hier. Ich habe sie jetzt gerade nicht gesehen. Ich guck gerade, ob wir alle haben. Ich kann mich nämlich noch aus der letzten Folge erinnern. Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Ah, es gibt tatsächlich noch eine. Alles klar. Die ist am Fluss. Ja, gut. So, und hier gibt es auch noch einen Laden. Das ist nicht der hier. Den haben wir ja schon gefragt. Ich glaube, das ist hier der oben, ne? Ne, das ist der Mars. Den können wir ja nicht kaufen. Müsste hier sein, oder? Hier haben wir ja schon geguckt. Hier unten. Ah ja, genau. Der hier unten, der Massageclub. Massage! Genau. Damit haben wir alle. Oh yeah, we have partnered up. Und wir haben mehr Reputation. Oh nein. Ich habe keine Lust, gegen den zu kämpfen jetzt. Ist nicht mal böse gemeint, aber... Ja. Wir können irgendwann mal gegen den fighten, aber dann... brauchen wir... mehr Ruhe, oder so. So, wo ist der? Oh nein. Okay. Und jetzt hier, der Tornado! Okay, nochmal. Nochmal den Tornado. So, aber diesmal der aufrechte Tornado. Okay. This guy is beastly strong. Alles klar. Die sollte hier sein. Ohne Schabbes. Hier ist aber kein Laden, wo wir rein können. Ne? Hier sollte jemand stehen.
Haben sie sie weggetan? Moment, ich guck nochmal. Das ist, muss dieser Gang hier sein. Sie heißt auch Kirara. Sie wollte Schuhe haben. Ah, warte mal, wie viele haben wir denn? 1, 2. Ja, die haben wir. Ah, die müsste echt hier sein. During the mail, you will get free. Ach so. Kann sein, dass wir das schon haben, dass wir die schon haben. Weil wir hatten, ja, wobei, wir haben 3 angefangen. Also ja, auch egal. Ich hole jetzt noch die letzte und die, also die eigentlich letzte finden wir auch noch irgendwann. Bin ich fest von überzeugt. Hier unten nämlich sollte nämlich die nächste sein. Da. Sag ich doch. Genau. Sie noch. Bla bla bla, wir kennen das. Let's see. Perfume. Sie wollte nämlich das Parfüm haben. Viel Spaß damit. Und Bronze. Genau, 6. Es fehlt noch eine einzelne. Entweder kommt sie quasi nach der Story ein Stück oder so, keine Ahnung. Und das gleiche, ich werde glaube ich die Karte dann auch für Kaoru, ne? Nee. Doch, Kaoru. Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Kaoru müsste er doch eigentlich heißen. Ah, egal, auf jeden Fall der letzte. Der andere Hauptcharakter, der wird dann auch dementsprechend. Bei dem mache ich das gleiche mit den Gebäuden. Ich gehe nochmal da oben durch, sorry. Es kann sein, wie gesagt, dass nach der Hauptquest das Ganze erst kommt. Aber es ist ja schon irgendwie bezeichnend, dass das wieder nicht gibt. Nö, hier steht vielleicht sie? Ah, ah. All of my hopes. Mm-mm. Definitiv nicht. Er hier. Nein. den Clown. Nein, ich halte nicht an. Oh, da vorne wieder mit 940 Millionen. Fast eine Milliarde wieder. Congratulations, Majima-san. We top 500 friends in the Club Mars area. Nice, I bet Hino's not happy camping right now. Well, it is Hino, so he is not going to stand for this. I'm sure he'll try something. For sure, we might try bargaining here again. That'd be bad. Do you think we should keep the doors locked? You donkey donk. how are your customers gonna get in? Oh, right. Then what are we going to do? Oh, I know. Why don't we go and check out Club Mars? Huh? Go to Club Mars? Yes. You're going up against him. It might be a good chance to research what kind of man Hino is and what Club Mars is like. That ain't a half bad idea, Yura-chan. Let's go take a look when we get some time. Yes, let me know when you'd like to go. Ah, so. Okay. Do you want to run? Yes. Einmal. Alright, let's do it. Yes, let's. Ich würde das gerne mal machen. Okay. Prepare. Wir können 8 Damen mitnehmen sogar. Es gibt eine Menge. Okay. Cast on Duty, genau. Also wir haben eine Platin. Also die nehmen wir gerade mal raus. Wir nehmen die silberne erstmal. Und die machen wir alle unterschiedlich hübsch. So. Die ersten sind die wichtigsten. Okay, Moment. Jetzt müssen wir mal gucken. Was haben die beiden noch? Sie ist eine gute Rednerin. Die würde ich vielleicht noch nehmen. Mitsuko. Vielleicht sogar gegen die erste. Wobei, die hat mehr Skill. Sie kann mehr Party.
Sie kann halt nichts so richtig. Sie so... Die... Also sie hat dafür mehr HP. Ich würde aber dafür... Einfach nur, damit jemand noch ein bisschen mehr reden kann. Und dann machen wir das Makeover. Jede soll ja für irgendetwas da sein, so. Achso, wir können nur eine Makeovern. Okay. Dann gucken wir, dass wir zumindest ausgeglichen haben. Sie hat nichts. Dann würde ich lieber sie nehmen. Also sie, die haben ja alle irgendwie Vorzüge. Okay, wir haben eine Beauty und eine Cute. Mir ist lieber, dass jemand etwas mehr kann als zu wenig. Das sieht doch nach einem Team aus. Also sie, hier können wir nochmal Special trainieren. Aber ich würde sagen, wir runnen mal. Also prepared ist ja alles, dann open for business. Target Club, Mars Area Customers. Open for business with this lineup. Ja, klaro. Die jungen Damen. Irasshaimase, Okyakusama. Irasshaimase. Diesmal sind's 8. Irasshaimase. Dozo, kochira. Was möchte er denn? Wants to be pampered, short session prefers cute. Müssen wir gucken nach Cute. Ah! Ich bin mit der... Dann kriegt er eine Cute. Okay, was möchte er denn? What's to be pampered prefers Beauty. Aber er ist jetzt eher average. Das heißt, er bekommt jetzt nicht die Beste. Meine zwei besten... Ja, bitte. Was möchte sie? Guest Glass, please. Got a bonus. Viel Spaß. Da kommt noch jemand. Er ist auch average. Was will er? Er prefers sexy short session, wants to party. Dann ist sie die Richtige. Wir müssen immer die eine oder andere ausruhen lassen dann. Okay, da kommt der nächste. Wants to be pampered, short session, prefers funny. Also, funny. Oh ja, hab ich was verpeilt? Sie möchte... Tau, please, aber klar. Ah, also ist gegangen, okay. Check please, aber klar. Give a gift. You're every time welcome. Was will er denn? Poor man prefers beauty. Er bekommt eher so... So, bekommt das hier eher. Irgendwas hier, sie... glaube ich jetzt. Okay, Moment. Erstmal hier. Give a gift. Er soll glücklich gehen. Very satisfied. Ja. Was möchtest du denn? Ja. Ice refill. Aber mal klar. Dann hier. Sie möchte. Tauschen, aber na klar. Sehr schön. Was ist mit ihm? Er ist poor, prefers cute. Pampered. Dann bekommt er Yuki. So, hier wird gleich durch sein. Give a gift. Wir sind heute sehr freundlich. Also.
Ein poor man prefers funny. Kommt der Akemi? Aber er ist sehr traurig, weil sie keine Skills hat. Aber dafür haben wir ja niemanden für ihn. Sorry, Bro. Aber klar. Give a gift. Left very satisfied. Okay, wen haben wir hier? Average. Prefers Beauty. Wir lassen mal unsere Beauty. Aber er will mehr Love haben. Er bekommt Love. Können wir ihm irgendetwas Gutes tun? Er möchte mehr Party haben. Ich kann ihm leider niemand besseren bieten. Natürlich, der Check kommt. Bitteschön. Guest left. Und Sunshine Weaver! Da kommt jemand, prefer sexy. Mit guten Skills. Das ist schwierig, Benz. Dann würde ich lieber sie nehmen. Wirf das Geld hinaus. Aber klar. Gracious send off. Okay. Kommt noch jemand rein? Nein. Da ist jemand. Prefers cute. Mit mehr Skill, aber. Sie. Oh ja, der ist sehr glücklich. Und der ist voll in Partystimmung. Alter, wirft er das Geld raus. Prefers Beauty. Ah, dann kriegt er sie. Alter. Guck dir das mal an. Noch einer. Prefers Beauty. Mit mehr Love. Ich kann ihn jetzt nicht. Sie beiden sind sehr müde. Oh. Sunshine Fever, noch einmal. Aber klar. Thank you. Okay, hier kommt noch jemand rein. Prefers cute. Mit bisschen quatschen. Dann kriegst du sie. Den wollte ich eigentlich auch gerade verabschieden, aber. Perfekt! Wie viel haben wir denn angenommen? Guess 13? Cover Art? Danke für die 5 Millionen, würde ich sagen. Alter, die ist aber abgekackt. Alter Schwede. Rank E. Sehr gut, so soll's sein. Wollen wir noch einmal öffnen? Ja, komm, wir machen nochmal auf, oder? Alright, let's do it! Yes, let's do it! Okay. Und danach gehen wir den Mars Club mal besuchen. Prepare to open. Da gibt es zurzeit welche, die sind nicht so happy, oder was? Ah, ne. Kein Special Training. Makeover. Nein, auch nicht. Na! Entschuldige bitte. Pass und Duty. Was ist denn los? Okay, da gibt es welche, die sind sehr ermüdet. Sie ist gerade nicht so gut drauf und sie. Na gut, die ist jetzt Level 5. Falter. Wir tauschen die beiden mal aus. Na gut, die ist jetzt auch nicht gut drauf. Dann wechsle ich sie wenigstens gegen die Fünfer. Die hier ist Nummer 5. Die ist schon hart im Nehmen. Die hat halt dementsprechend ziemlich viel Minus, aber ansonsten super. Ich würde sagen,
Machen wir mal so ein Special Training jetzt. Okay, wir probieren's mal. Soja. Okay, let's do a little conversational training. Yes, thank you for your help of this. What's up, Yuki-chan? You're nervous or something? No, I wouldn't call it nerves. It's more like battle butterflies. That's so? Well, I guess that's encouraging enough. Alright, you're ready to pretend I'm a customer? Yes. Hello, customer. I'm Yuki. I look forward to a fun conversation with you. Oh, you sure you've got this? Okay, well, let's start with an easy topic. Tell me about some hobbies of yours. Sure, hobby talk. So, I have to do... 私の趣味の話をすればいいですよね。Come to think about it. I don't know much about you either. It's you with this little practice to get better acquainted. 趣味ですよね。何かあったかな。趣味。あ。Yeah. Got anything? はい。私無趣味でした。Oh. Hi, hi. Hey. If you wanna be a hostess, that kind of talk ain't gonna cut it. You just flatlined the whole conversation. だって、私本当に無趣味で。あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。ほう。いや。A diary, huh? That's a great start, actually. What do you write about it in? 今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。How may I bonsai? Bonsai. Hey, Matthew. Wait, back up a bit. Bonsai? Eh? Huh? Wouldn't you think that tending bonsai would count as a hobby? I bet you older clientele would love hearing you bubble and on about it. Ah, なるほど。確かにそうですね。マジマさんって意外とよく気がつく人ですね。Are you saying I look dumb, Yuki-chan? Anyway, why didn't you mention your bonsai hobby in the first place? 私なんて盆栽歴8年くらいですから、盆栽界の中ではまだまだひよこ。趣味なんて言ったら先輩たちに怒られちゃいます。I see. Well, I think it's pretty amazing. Really clam up when the guests stop talking, don't ya? そうなんですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。Yeah? Impolite? That ain't the right idea at all. Our customers are here specifically to talk to girls, Yuki-chan. You've got to lead them with some topics. でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。Try to compliment them. Immer affirmieren. So, so. If you're drawing a blank on something to talk about, try a compliment. Ain't a man in the world who would turn down a compliment. Leute, wenn ihr in einem Gespräch seid, affirmiert. Ich sage gerne, dass die Leute gut sind. Also zum Beispiel, keine Ahnung, gut aussehen oder dass sie nett sind, dass sie intelligent sind. Affirmiert die Leute ruhig. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hommeru? A compliment? Like, say something. Kao to ka o homereba iin desu ka? Zum Beispiel. Yeah, his face, his voice, maybe his personality. If he looks even a little well off, try saying something nice about his clothes, his shoes, or hell, even his watch. Genau. Wow! Ima,
私、真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。盾に変な眼帯してませんね。ちょい待てよ。Wait. Dude, you've completely out. あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。Oh boy, the road to success is gonna be long and bumpy for you, Yuki-chan. Naja, komm, war ein guter Versuch. Let's see what else is a good conversation starter. Do you have some kind of talent, maybe? On second thought, scratch that. 何言ってるんですか。私だって特技くらいありますよ。Oopsie. Sorry. Oh, no kidding. Okay, what is it?よく私よりに好かれたりしますよ。That's a talent, older gents, huh? Your grandkid type. Wir sind Freunde. なるほどな。I see, so the old guys fancy you, do they? I suppose you do seem a little like a grandkid. そうですか。孫っぽいかはよくわかりませんが、昔からおじいちゃん子ではありますね。Makes sense. But it's actually a big plus in our life line of business. I could let you handle old grandpas who roll through the doors. ありがとうございます。じいさん以外もできればいいんですけどね。Okay. Sie lernt dazu. Alright, let's change gears. Why don't you tell me about a weakness? If God instead anything come to mind? 苦手なこと。たくさんありますけど。Why does that not surprise me? Ach komm, sei nicht so fies. 失礼ですね。Ich verstehe mich. Hey, I'm just messing with you. Well, if you've got a lot, how about pick one for me? Anything's fine. そうですね。真面目な話をしますと、私、男の人と話すことが苦手です。If you are no good to talking to men, why the hell would you work in a place like this? それはですね。そうだ。苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。You are lying? Nee, ich würde das erste nehmen. I'm a man too. You do realize I'm a man too, right? あ、確かにそうですね。真島さんとは私、普通に話せますね。And why is that? Because I'm such a supportive and considerate guy? それはないですよ。真島さんは多分、男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。なんやと? Hey, what the hell does that mean?Alright, I think that's a good stopping place. Thank you for the lesson. Sure thing. Good job, so let's see. That was a pretty good lesson. Well done, Yuki-chan. That went better than I thought. It would, actually. You might just make it through this. Thank you, I'm so glad. Keep it up, and you'll have these customers melting like chocolate on a dashboard.You really think so? I do feel a little more confident. I'll do my best to work a lot harder. Oha, hier Yuki. Geht voll ab, ey. Okay, und damit verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Laden mal wieder voll am Laufen halten. Von daher vielen herzlichen Dank und bis dann.